Hallo, liebe Zuschauer, das ist mein Freund Luca, er kommt aus Ägypten, ich bin Anoushka. Wir haben uns 2014 in Tübingen kennengelernt. Wir waren am Bodensee mit dem Zug, da braucht man ungefähr 2 Stunden, weil da gibt es einen Schnellzug. Und mit dem Auto braucht man auch ungefähr 2 Stunden, also genauso lang. Von dem her ist es auch praktisch, mit dem Zug zum Bodensee zu fahren. Vor allem im Zug kann man reinsitzen, im Auto muss man auf die Straße aufpassen. Und im Anschluss zeige ich euch dann, was wir so gesehen haben am Bodensee und wünsche euch da viel Spaß. Ich wollte euch nur sagen, für mich wäre das ein bisschen stressig, aber ich denke, wenn wir da nochmal hingehen, dann wird es besser sein, weil dann weiß ich, auf was ich mich da einlasse. Wir sind noch nie mit dem Zug am Bodensee gefahren, immer mit dem Auto, und ich war schon eine Weile auch nicht mehr dort. Und ich denke, dass es beim zweiten Mal besser wird. Diesmal war es halt so, ich habe mich gestresst gefühlt und konnte mich dann nicht entspannen. Und bei der Rückfahrt war es auch ein bisschen blöd. Da hatten wir 1 Stunde Verspätung, weil da ein Brand auf der Strecke war und wir wussten eine Zeit lang nicht, wie wir nach Hause kommen, weil halt nichts durchfahren konnte. Aber zum Glück ist der Zug dann doch gefahren und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video am Bodensee. Thank you.
Da ist ein werdender Frosch. Ui. Ich habe gemacht, weg, warum laufen? Auch Frosch da, ja, wie ich. Ah, da hat's noch mehr. Warte, das war frisch. Kleine und große. Na, und die da, zwei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir werden mal wieder an Bodensee fahren und da denke ich, werde ich es besser genießen können. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann gerne abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Salam! Abpassen. Ja, das ist noch weiter. Probieren. Der andere Land? Na, ja, das kann schon sein. Schweiz und Österreich.